Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir uns Barmut hier gestellt und den voll auf die Fräse gegeben, nachdem wir einmal verreckt sind. Dann haben wir noch mal auf die Fresse bekommen, und zwar hier von den Kampfsimulator hier, diese einen Viecher, gegen die wir gekämpft haben am Ende, beziehungsweise das eine Viech. Ich habe es beim dritten Mal geschafft, weil beim zweiten Mal hat es mir ganze 9.199 Schaden gemacht mit seinem komischen Elektroangriff. Und ja, da habe ich mir gedacht, pack doch mal Widerstand gegen Elektrizität rein. Und ja, dann habe ich gar keinen Schaden mehr bekommen. Und das war voll einfach. So, sind noch ein paar Kämpfe übrig. Die machen wir natürlich auch noch. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Ne, ich glaube, so drei Kämpfe sind noch übrig. Ja. Zweier Team und Dreier Team, legendäre Bestien und Doppel-Champion. Das hier ist eine Stufe höher. Da ist die gleiche Stufe. Ich sage, machen wir das hier. Kämpfe 5. Fragezeichen. Okay. Zweier Team. Ich würde sagen, wir nehmen Cloud und Barrett. Männer Team. So, dann gucken wir mal, was wir hier bekämpfen müssen. So. Sind nur absolut nervig zu bekämpfen, da die sich nach jedem Schlag hier weg teleportieren. Ja, dann übernimm. Oh nee. Ich glaube, ich habe nicht so viel Magie oder so. Ich versuche mal Vita auf der Ausschaden. Deswegen, ich zähle auf dich. Roger, ich übernehme. So, okay. Sag mal, okay, 500. Ha, der tut sich aber nach jedem Schlag hier wegballern. So, ich habe keine Magie, deswegen kann ich nicht wirklich was gegen das Viech machen. Super. Okay, warte mal, ich brauche Feindes können. Ich mach mal den hier. Und nicht der hier. Teleportiert zwar nach jedem Schlag hier weg, aber ich merke jetzt, dass wie nervig das ist. Was hat ein magischer Angriff? Da ist ein magischer Angriff. Ist das Schild weg? Nee, ist er nicht. Okay, das wird ein nerviger Kampf. Kann ich auf den Regina drauf packen? Dann übernimm. Jetzt hab ich hier das an. Da müsste dann ein Quill-Dings funktionieren, ne? Ah, klappt sogar, glaube ich. So, mal so. Oh mein Gott, ehrlich, das ist ohne Ende nervig gerade. Jetzt kann ich den Schaden machen. Sehr gut. Was ist das? So, einer weg. Und der sich genau den Schlag weg teleportiert. Komm, sei. Sei betäubt. Oh Gott. Aber knapp. Geht sich eigentlich gut an jetzt hier schwören. Oh Gott. Oh, perfekt. Oh, komm mal her. Okay, den schaffen wir schon so, glaube ich. So, hau drauf. Keine Ahnung, maximale Wut. Überlebt noch ein HP. Obwohl, nö, okay, perfekt. Okay, die sahen jetzt aus wie so Mäuren, wenn der so weggeflogen ist. Warte mal jetzt, nee.
So habe ich Bell genommen, ey. Und diese Viech auf schwer, ne? Ich glaube gar nicht, wie nervt die sind. Ins Gesicht. Okay, wir machen mir ja die ganze Zeit so Schaden. Der eine laut, komm nicht mal um den. Ich war eigentlich so geplant, dass. Mein Gott. Lass mal nicht um den hier kümmern. Weil eigentlich das Klaus sich um den kümmert. Den Bär den einen kaputt hat. Nicht übertreiben. Roger, so. Diese Viecher auf diesen blöden Shinra-Turm jetzt bekämpfen, ne? Mit Cloud nur. Voll nervig. So. Jetzt ist das noch nicht so schwierig. So. Die sind auch nicht schwierig. Der hier ist voll einfach. Der hält irgendwie voll wenig aus, ich weiß nicht wieso. Man soll ein Soldat sein. Das ist ein Soldat. Der Jason Voorhees, der ist schon wieder ein Soldat. Oh, danke. Ich glaube, der hat mich gerettet gerade. Das ist das relativ easy. Konter. Ja, dem ist auch voll einfach eigentlich. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm bitte auf mich los, danke. Also, ich glaube, ich habe. Nee. Oh, ich dachte, ich hätte ihn auch links gegeben. Chakra. Er hält sich jetzt hoch hier. Das war, oh. Und jetzt. Ich würde lieben gerne mal Barmut sehen, aber schaffen das schon so. Also was hier? Nein. Das hab ich den zwar braucht. Verreck. So. Okay. Cool. Jetzt bei der dritte Kampf. Die Dinger sind auch nicht so schwierig. Ich zähle auf dich. Hier kommt Baron. Ach, das eine ist diese Chimäre. Oh Gott. So, machen wir den hier. Mich würde es nur ein bisschen beruhigen, wenn nicht alle beide auf mich gehen würden. Ey. Ich will eigentlich mit Barrett auf einen schießen, wenn Klaus schon den anderen kommt, aber die gehen dann beide auf mich. Ich würde voll nervig. Noch mehr. Oh, ehrlich. War mit dem nochmal. Jetzt am Eis, okay. Der wird ein bisschen nerviger. So, aber los! Nein, hier geblieben. So, da bietet sich doch jetzt an. Bahamut, Alter, komm, zeige dich. Hier ist auch sogar wieder ein Drache. Gegen sie zum 15, wo irgendwie ein Typ in der Rüstung mit einem Schwert ist. So, mach mal Inferno. Sehr gut. Wir würden sehr gerne den sein Mega Flair sehen. Dafür werden wir auch schon zu sehen bekommen. Oh Gott.
stürzt. Oh, ehrlich. Den anderen Angriff würde ich auch gern sehen, aber... Okay. So. Schatten-Eclipse. Die Angriffe haben wir ja gesehen, wir wissen ja, wie die aussehen, ne? So, sei geschockt. Direkt da nur. Maximale Wut. Ach, komm her. Aha. Jetzt habe ich noch Mega Flair. Noch muss ich das meine an, wie geil das aussieht. Mach ihn fertig. Mega Flair. Explosion! Oh, der hat fast gar nichts abgezogen. Nicht übertreiben. Jetzt kann ich hier das haben. So. Komm her. Warte mal. Das Antwort gegen Eis. Was mache ich eigentlich? Oh. Sicher, sicher. Komm her. Schwäche, sehr gut. Oh, der wird dadurch auch noch schön geschockt, sehe ich gerade. Ich werde vielleicht mal ein bisschen besser hier kämpfen. Oh. Zack, zack. Oh. Ich glaube, Eis ist auch übrigens auf jeden Fall. Barret. Barret, so hilf mir doch. Kann ich schon immer irgendwie alle meine Gegner anvisieren, wenn ich Heilung einsetze? Ich dachte, das funktioniert nur bei Untoten. Ich konnte ihn jetzt auch gerade anvisieren. So, da ist der vierte Kampf dann, ne? Ne, fünfte. Oh, du. Hi. Oh, du hältst unglaublich wenig aus. So, ich habe gehört, du bist anfällig gegen Eis. Komm mal her. Ich zähle auf dich. Hier kommt Barret. Ich wollte eigentlich den. Nein. Okay. Dann geh auf den. Ich war gerade fertig. Oh. So. Gehen wir mal auf ganz Nummer sicher, ne? Weiß ja nie, was hier passiert. Noch. Giftstachel, also voll schwach Angriff. Super ein Käfer Pokémon. So Schlammbombe irgendwie was ein. Mit Gift-Team. Macht viel mehr Schaden. Bonk. Nein. Ja, du bist anfällig gegen Blitz, hat niemand, ne? Da haben wir alle Dinger raus. Oh, der war gut. Ja, gesehen, wie viel Schockschaden das gemacht hat. Ja, und da war's. Schnauze. So. Sehr gut. Okay, das war 15 Minuten für das Ding. Okay. Ich habe mir das schwieriger vorgestellt, aber sind ja noch zwei Dinger übrig, ne? Wahrscheinlich jetzt die ganzen Killer-Sachen, ne? Pass auf. So, Vision habe ich bekommen. Als dieses Dingen mit ihr irgendwie Limit ersetzt. Brauche ich nicht. So, dann gehen wir mit einem Dreier-Team. Fürs ist die legendären Bestien. Wir nehmen Cloud, wir nehmen Barret und wir nehmen Aeris. Einfach so. So, mal gucken, was jetzt kommt. Ein Bomber. Und zum Glück habe ich Aeris dabei mit ihrer Magie. Aber gegen die Viecher muss ich auch irgendwie kämpfen. In meinem zweiten Spiel durchlauf. Weil man hatte irgendwie. Man hatte irgendwie
zwei Questreihen hier zur Auswahl am Walmart. Einmal für diese Madame M und einmal für diesen Chocobo Sam. Und ich bin irgendwie in die Chocobo Sam Dingens hier reingerannt und da musste ich im Kolosseum gegen die Viecher kämpfen. Die waren voll nervig. Aber ich war ein bisschen zu wenig. Ich habe außerdem immer weniger für die Massage bezahlt. Und das ist echt witzig, ey. Wenn man irgendwie 500 oder nur 100 Gil oder so bezahlt, dann bricht die Verrückte einen eher voll die Hand, ey. Die drückt einfach nur, die Sitz zu nehmen, drückt so in der Hand und oh nee. Laut wie am Spieß am Schreien. Und ja. Die tut wie eine Irre da irgendwie am Rumlachen, ey. War schon witzig. Ja, sehr amüsant irgendwie. Ich meine, ich habe bei Cloud Widerstand und ja, wirkungslos, perfekt. Das heißt, ich bleibe jetzt mal auf Cloud. Weil Küchenmeister tötet einen sofort. Da durfte ich auch feststellen. Mein zweiten Spieldurchlauf. Das viel nerviger war, als ich in Erinnerung hatte. Da muss ich mir Materia ausrüsten, die mich gegen Tod immun macht. Und ja, das hat es dann doch ein bisschen einfacher gemacht. Ich traue mich jetzt nicht auf jemand anderen zu wechseln. Ich will schon, dass der auf mich losgeht. Aber Cloud ist der Einzige, der jetzt hier immun gegen oder auch nicht. Okay, warum auch immer. So, dann haben wir mal rein hier. Eigentlich ist er doch immun gegen Tod. Das verstehe ich jetzt nicht. Anscheinend doch nicht. Oh, er hat keine ATB. Okay, hier sind schon einige fiesere Sachen drin, ne? Okay, was ist jetzt los? Au! Okay. Also ja, wenn man weniger Geld für die Massage bezahlt, ist das echt witzig. Oh Gott. Ja, Cloud ist dann einfach nur und läuft da irgendwie so in der Ecke, so ich kann meine Hände nicht mehr fühlen. Schon witzig, wie am Lachen mal. Warte mal, hab ich doch schon angesetzt. Ja, sind ein paar interessante Sachen passiert im zweiten Spiel, ich glaube. Oh Gott. Muss gegen irgendwas. Dann fäll ich jetzt trotzdem mal Folge ein. Gegen Schaden. Oh, er hat sogar. Was war das? So, Cloud. Ne, regieren aber auch nicht schlecht, aber. Ich mache einen. Da liegt er am Boden. So, was hat der gerade da? Oh, nee. Der Kampf war übrigens auch nicht so schwer im Springmodus. Werde ich ja sehen. Und das sind ja eigentlich genau die gleichen Kämpfe dann, ne? Sieht jetzt nicht schwieriger aus als in der Story. So. Ich glaube, komm her. Haha. Das muss ich den Oberkörper kaputt hauen. So, bitte. Die Hörner, ja, die Hörner kriege ich nicht kaputt, glaube ich. Weiß nicht wieso. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich muss ja gegen, mir fällt gerade auf, ich muss ja gegen all die klassischen Final Fantasy Monster kämpfen.
Ja, und hat bitte schon getroffen, ey. Man macht den Oberkörper auch kaputt. So. So, keine Ahnung. Sind die überhaupt Schaden? Ich glaube nicht. Mein Gott. Ah, was hat denn schon wieder? Wo kommen diese Explosionen aus dem Himmel? Ich weiß. Behemoths sind dafür bekannt, Meteoroiden einzusetzen und so, aber normalerweise nur, wenn die kaputt gehen. Oh Gott, wenn er kaputt geht, dann kriegen wir auf die Fresse wahrscheinlich, ne? Bahamut! Oh, Behemoth. Das ist Bahamut. Voll episch. Au. Bist du im Boot-Modus? Ja? Nee. So. Oh. Right. Schatten-Eclipse. Oh. Nicht so viel Schaden gemacht, aber doch ein bisschen, glaube ich. Keine Ahnung. Okay. Ich muss die so ein bisschen gleichmäßig hier schwächen, die Dinger, damit ich die beide so ungefähr gleichzeitig kaputt kriege. Aber wenn beide von denen kaputt sind, dann wird er geschockt. Stand jedenfalls in der Dings. Eine Analyse. So, ich nehme einfach mit Barrett ab. Warten, bis Bahamut seine Aua! Der Dingens loslässt. Da kommt er, hält sich schon bereit. Oh, komm. Mega Flair! Oh Gott, Aris ist beinahe tot. Aber bitte schock den. Explosion! Mehr zu fassen. So, boom. Ah, Gott! Oh, der wird Schild wieder, gut. Oh. Oh ja, diese Angriffsrolle von Cloud hier, ja, diese Moves hier macht, ist schon überpowered. Ist mir aufgefallen in der Dings. In der Story. Auch schwer. Kannst du fast alles weghauen. Maximale Hut. So, bis gleich weg. Oberkörper zerstört, Unterkörper zerstört. Perfekt. Bin so weit weg. Jetzt kann man die Hörner doch kaputt hauen. Ist aber schon leicht weg, der Typ. Boom. Keiner zerstört. Behemoth zerstört. Ja gut. Oh nein, warte mal. Heilen, heilen. Oh, okay, das ist gar keine Metroiden runterhageln. Cool. So, Bomber und Tomberry. Oh nee. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Bomber kaputt, ne? Oh. Ich war jetzt eine Sekunde. Ich war erst eine Sekunde auf den los, ne? Er kommt direkt, tötet mich. Oh, schockanfällig. Wieder ist nicht. Oh. Aber sind die auch gegen Eis anfällig? Was ist das? Sollte mal schöner stehen. Oh nein, die ist gar nicht am Zaubern, sehe ich gerade. Oh, wir hätten da jetzt schon wieder was gemacht, ey. So, wir ignorieren jetzt einfach den Tomberry erstmal. Weil der. Jetzt geht er auf. Ja, dann los. Boom, geschockt. Boah.
Also das, ich bin nicht vollkommen immun, aber ich bin die meiste Zeit immun, wenn ich das sehe. So, Eisauer. Warum nicht? So, Gebet. Ah, der war schockanfällig. Also ein Blöfer, kann ich das Messer eigentlich auch kontern? So. Schockschuss. Ging zwar vielleicht. Warum? Warum ist er denn jetzt auf einmal tot? Aber ja. Ja, kriegen wir schon. Aber der dreht sich zu mir um. Aua. Oh, bitte nicht hauen. Sie sind nicht so langsam, ey. Stell euch mal ein Rennen des Tomberry vor. Aua, genau wie den er jetzt hier. Aber zum Glück geht immer noch ein, ja. Oh. So, bitte uns heilen, Iris. Hört halt trotzdem mal. Oh nein, oh Gott, jetzt. Oh nein. Oh nein. Bird, mach den fertig. Schon verreckt, jawohl. Der Cloud hat, glaube ich, nur ein TP, ne? Oh Gott, das ist ein Morbol. Was? Oh Gott. Gott, der hat Mundgeruch. Da meine ich jetzt nicht so, der sieht so eklig aus, der hat Mundgeruch, sondern der hat einen Angriff. Mit höchster Wahrscheinlichkeit der Mundgeruch ist. Nein, da wollte ich nicht. Da gibt es Konfus oder irgendwie sowas. Da will ich doch mal lieber nachgucken. Das mit einem riesigen Maul und den vielen Tentakel weich zum Gruseln aussieht. Zieht auf ein geöffnetes Maul, wenn es im Begriff schlechter Atem oder Mampf einzusetzen. Das offene Maul wird es schockfähig. Feintechniker lernen. Aber ja, ich kann Mundgeruch lernen, ne? Höchstwahrscheinlich. Auch sehr bekannte Blaumagie. Gegen was bist du immun? Gegen Gift und ich weiß gar nicht, was diese Fangzähne sein sollen. Oh Gott. Laut, warum bist du so im Eimer? Irgendwann anfällig. Ich setze jetzt einfach mal, ich muss mich mal ein bisschen hier setupen, ne? So, heiliger Magiekreis, magischer Diener. Schlechter Atem. Nein, setz doch mal auf Cloud ein, bitte. Ich halt lernen kann. Ja, gib's mir. Gib's mir, ich will davon getroffen werden. Oh nein, Frosch! Warte mal, habe ich behandeln mit irgendjemanden? Ich weiß nicht. Oh Gott. Oh nein, der macht nicht, was ich jetzt denke, was der macht, ne? Ich habe kein Dings. Oh Gott. Bitte tut mir nicht weh. Schlechtes Gefühl. Au. Wie Bitch-Schleppen. Unser Main-Healer ist jetzt übrigens kaputt, sehe ich gerade. Oh, nee. Tut Frosch irgendwann abklingen? Oh, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. So, Gebet bitte. Los, geben wir alles.
Oh Gott, Hilfe! Ich habe das Gefühl, die verwandeln sich nicht zurück. Das ist ja schon mal sehr geil. Aber von allen Viechern müssen wir das Viech bekämpfen, ne? Von allen Viechern. Klaus wieder da. Zu behandeln? Nein. Oh Gott, nein. Kann ich das überhaupt ausweichen? Na bitte sag mir, Aris wurde nicht getroffen davon. Ich will nicht wissen, was Mampf ist. Ich habe so das Gefühl, damit kann der irgendwie Leute fressen, die im Froschzustand sind. Das macht mich irgendwie sehr panisch. Die sind alle vergiftet und so. Der Wesen greift Bird noch weiter an. Na, sehr gut, Bird. So, warte mal. Soll ich abschließen, wenn dein Maul offen ist, ne? Mach auf! Aha. Okay, wir gehen mal weg. Ja. So, okay. Ging dann aber down, glaube ich. Da warum wird mir jetzt hier keine Beschwörung angeboten? Ich verstehe ja nicht. Oh nein. Willst du mich gerade fressen? Spinne. Aber ich renne, ich renne, ich renne. Er sagt mir, das erreicht mich nicht von überall. War sehr gut gemacht, Aris. Sie ist ausgewichen. Sind wir alle wieder Menschen? Sind wir alle wieder menschlich? Wir sind alle Menschenbrüder. Alle Menschen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch Dings gelernt, ey. Schlechter Atem. Zack. Nase zu und durch. Oh, da war einer verstecken, Trophäen, glaube ich. Na, sieht nicht so aus, als hätte ich die Feintechnik gelernt. Geil. Heißt, ich muss noch mal gegen das Viech kämpfen. Ich hoffe, einen Arm nehmen. Ah. So, ich überlege gerade. Was ist streng geheim? Soll ich das auch noch hier machen? Komm, das machen wir jetzt auch noch hier. Cloud, Bird, Aris. Tut mir leid, Tifa. Aber es hat so gut geklappt. So. Oh. Hi. Kämpf mal gegen die Espas. Wäre jetzt eigentlich nicht so unglaublich schlimm. Finde ich. Nein, die sind jetzt nicht so unglaublich stark. Der werden ja voll auf die Fresse gekriegt. Oh mein Gott. So, Aris, ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar heiliger Magiekreis. Oh Gott. Okay, cool, ausgewichen. Magischadina. Da mache ich mich bereit für einige Feuerangriffe. So, Feuer auf dich. Aber ich hoffe, ich bin hier drin. Oh gut. Oh, der war gut. Weitermachen, genauso weitermachen. Oh, meine MP wurden bereits verballert. Oh, komm. Schockschuss, komm. Oh, ich habe das gar nicht so gemacht. Oh. Gebet, Gebet, bete. Ja, blöd ist, die kündigt ihre Dinge nicht an, ne? Ja. Ja, Regina, vollkommen den Dings hier missachten, wir den.
den MP Verbrauch. Oh Gott. Das ist so, maximale Wut bitte. Gegen die S-Bass habe ich natürlich noch nicht auf Schwierig gekämpft, aber scheint mir genauso stark wie vorher zu sein eigentlich. Unsere Limits haben wir auch noch. Oh. Ja, kann jetzt noch ein bisschen dauern gegen die Viecher, glaube ich. Oh. Oh. Hilfe. Schwören. Warmut. Sehr blöde, weil wir keine ATB mehr haben. Aber ich glaube, wenn derjenige, der die Espa beschwört, stirbt, dann wird der finale Angriff eingesetzt. Ich habe das gesehen, wie das passiert ist. Ich habe das sogar schon im Links hier passiert im Projekt, weiß ich nicht. Ja, Cloud überlegt mal kurz ein paar Sekunden, damit ich den hier machen kann. So, weiß nicht, das wird ja wohl für abziehen, oder? Ich Glück hab's. Ja, da bin ich voll mit reingerannt, reingerollt, ja. Einfach dauert das lange, bis der Schatten gekippt einsetzt. Oh Gott, komm mal her. Und damit Cloud nicht verreckt, während seiner Limit-Attacke schon fast so aussah. Mein Gott. Ja, Problem. Macht nach. Ich zähle auf dich. Hier kommt Baron. Genau, perfekt. Ich habe gerade Dings eingesetzt. Die Fähigkeit, die Barrett mehr Verteidigung gibt. Boah, gar nichts abgezogen. Oh, während die Schock anfällig ist, cool. Das nennt so eine Überlimit. Das ist eine Überlimit. Mein Gott, er macht doch voll wenig Schaden. Vielen Dank. Triffst du von da besser? Mich mal. Nein. Oh. Mein Gott. Oh. Das wird aber lange dauern, die an alles besiegen, ne? Ah, was zum... Wie ist denn das schon wieder passiert? Oh, und die ist die ganze Zeit schockanfällig. Boah, was ist das denn? Noch mal Pause. Was ist das? Oh mein Gott. War weg. Tut mir leid. Zieh dich zurück. Oh mein Gott, jetzt frag doch mal. Da wird geschockt, genau. Da meinte ich. So, jetzt noch 4 Espas besiegen, wenn ich gleich schon wieder Barmut bekämpfen muss, ne? Okay, du bist einfach. Ich habe schon bekämpft im Simulator. Was voll einfach hier FP zu sammeln. So, ein menschlicherer Kampf. Aha. Das beschwert irgendwelche Leute, ne? Ah, nein, keine Tomboys, bitte. Da habe ich gar keinen Bock. So, weißt du was hier? Ist noch nicht mal annähernd so nervig, aber. Ja, ich glaube, das reicht nicht, ne? Habe ich schon mal ausprobiert. Ich zähle auf dich.
Okay. Aber ja. Aber ja. Nein, ich habe keine ATB. So, einmal hoch rein. Na Gott. Ich glaube, da sorgt für der Held ein bisschen mehr aus. Das ist ein Weg. Mehr da? Nein, okay. Glaube ich jedenfalls. Schießt in den Hintern. Und dann vielen anderen Stellen auch noch rein. Ich glaube, sie sind ein bisschen stärker als was ich in der Dings bekämpft habe. Ich bin schwierig im Modus. Eine Story. Oh mein Gott. Ich sehe, wie viel die mal aushalten, ne? Okay, ich kann nichts machen. Hi. Oh, schon wieder Schock. Oh. Komm her. Na. Wo bist du denn? Karbunkel? Kommt der auf einmal her? Karbunkel hat auch eine Beschwörung manchmal. Zaubert die ganze Gruppe Reflex meistens. War schon immer in diesem Kampf mit drin. Okay. Oh, das wird auch voll ewig dauern, ey. Da kommt jetzt. Oh nee, Leviathan. Der war nicht so schön zu bekämpfen. Da kann ich nicht einen auf Noctis machen aus Final Fantasy 15. Einfach meine ganzen 13 Schwerter rausholen und auf den werfen. Wie so Panzerfäuste. Das war episch. Das war eine epische Szene überhaupt in Final Fantasy 15. Liegt so in der Luft. Und das war so eine krasse Szene. Fliegt in der Luft mit den ganzen Schwertern um sich herum fliegen. Wirft die alle auf einmal auf Leviathan, die explodieren wie so Atombomben. Okay, da wird nervt ja. Ja, Noctis könnte irgendwie die meisten Leute ja fast von allen Final Fantasies irgendwie fertig machen, ey. War schon irgendwie Dragon Ball Z Niveau, was die ja sich geliefert haben in den letzten Kämpfen. Du absorbierst nicht, ne, du bist leicht resistent gegen Eis. Ich traue mich jetzt hier nicht meine Eisaura einzusetzen. Dann noch in die Fresse. Was war hier? Heiliger Magiepreis. Oh Gott. Ich will mich immer da raushauen erstmal. So, Rückenflosse. Nein, ich wollte. Boom, sehr gut. Ist doch nicht so schwer, wie ich ihn in Erinnerung habe. Sagt er und gleich kriegt er voll auf die Fresse drauf. Ich meine, am Ende ist er die ganze Zeit nur da am Rumfliegen, ne? Wie ich recht erinnere. Mach was draus. Okay, ich mach das.
noch einfach angreifen, damit sie ATB kriegt. Funktioniert sogar. Ja, jetzt macht er diesen Move genau. Ja, solange du nicht dein Dings ablässt, ne, deine Ultimate hier, ist noch recht chillig. So, weiter. Leviathan direkt. Gott, die Dings kommt näher. Noch getroffen, gut. So, Cloud ist jetzt ja voll nutzlos, weil er ihn nicht trifft. So, wirkungslos. Wirkungslos, ich krieg dir wirkungslos. Irgendwie bringt es deinen Angriff aber auch nicht von dem. Auch bin ich so gut, dass ich das herausgefunden habe, dass man nach dem Angriff hier so nachladen kann, um das zu verkürzen. Oh, der ist geschockt. Gar nicht gemerkt. Okay, der Kampf war einfacher als der gegen Shiva. Was kommt denn jetzt noch? Wer ist noch übrig? Bahamut. 4 von 5. Wer kommt denn danach noch? Okay, was kommt denn danach? Oh, da ist nicht gut. Stumm. Also ungefähr haben wir ja raus, wie der Kampf funktioniert, ne? Wenn wir Glück haben, kriegen wir ihn wieder down, bevor er seine Dings hier einsetzt. Oh Mann. Wir gehen nicht auf die ganze Zeit. Wenn ich Glück habe, dann... Hey. Doch. Ich den ab wieder. Ja, sieht gut aus, glaube ich. So, wer kommt danach noch? Jetzt schon Bahamut kommt. Magischer Diener. Oh Gott. Ah! Ich habe gesehen, wie die auf mich zugekommen sind. Heiliger Magiekreis, ja. Er soll nicht ein bisschen mehr kontern. Ne, Flair Atem, da kann ich bestimmt nicht kontern. Ah! Ah, jetzt bin ich schon wieder stumm. Aber da die Ruhe ist auch noch. Aber das wird wehtun. Den Angriff finde ich voll nervig, ey. Oh, und der setzt natürlich wieder. Ah! Oh. Bricht den ab oder so. Nee, sieht nicht gut aus. Na, ich habe keinen Erzengel mit ihr. Okay, ist gut. Einer von euch Barriere. Ich glaube, da werde ich brauchen. Gegen Mega Flair. Oh mein Gott. Nein, nicht auf mich schon wieder. Gott, da wird knapp. Warte mal, bist du eigentlich? Ja, du bist immun. Du bist ein Essbar, natürlich bist du immun. Ich eigentlich. Ich bin gerade frisch zu ihm gewechselt. Ja, gut. Ich will ihn gerne einen Schock kriegen. Ich glaube, dann geht sein Counter wieder auf null. Das glaube ich beim letzten Mal passiert. Nein. Okay. Level.
Ja. Nicht frecken, Barrett. Aber die Chance muss ich. Nee, diesmal nicht. Doch. Aber ich glaube nicht, dass den das rechtzeitig hier doch. Nee, wird nichts, glaube ich nicht. Ich glaub, wir sollten Barriere einsetzen, wenn wir halt überhaupt haben. Nö. Ich glaube, wir sind tot, wenn er seinen Mega Fly ist. Obwohl Barrett überlebt hat. Barrett hat beim letzten Mal auch überlebt. Okay, was ist das? Hi. Warum ist Ifrit jetzt auch noch hier? Nein. Okay, das erschwert die Sache ein bisschen. Warum kann der? Ja, okay, ist König der Esper, aber trotzdem. Es ist ein bisschen unschön. Bist du? Nee. Ich gucke die ganze Zeit schon nach. Trotzdem erstmal auf Barmut losgehen. Aber der wird das hier sehr nerviger machen, ey. Aber der ist eben sein Ding, der sagt mir doch. Ich wollte schon sagen, den Angriff kann man da ausweichen. Oh Gott, oh Gott. Mir geht ja gerade zu viel ab. Hey, ich habe eine Idee. Segen des Planeten, habt ihr das schon gesehen? Macht uns immun gegen physische Angriffe. Ich hoffe, was funktioniert dagegen. Ich weiß ja nicht, wie lange er hält, aber er wird ganz bestimmt nicht die Ultimate von dem abhalten. Glaube ich nicht. Da jetzt nehmen wir schon wieder Schaden. Aber sehr kurz angehalten. Okay, jetzt mal der Navelle ein. Ich tue schon mal jetzt Vidgar einsetzen. Oh Gott, hoffentlich überleben wir das. Jetzt müssen wir den ganzen Kack hier nochmal machen. Oh Gott. Gott. Ja, geklaut. Wie wirkungslos. Du bist immer noch immun dagegen. Warte mal, gib mir mal den ganz paar Dinger hier. Danke. Barry lebt immer noch. Oh Gott. So, ich glaube, ich gehe mal auf Ifrit los. Ich will dich leiden sehen. Boom. Schockanfällig, ja, glaube ich dir. Ich weiß nicht, viel auf den losgehen sollen. So, mach mal Schock, aber du hast fast gar keine AP. Ich doch voll viel geben. Letzter Strohhalm. Oh, das ist eine Fähigkeit, die hin und wieder mal passieren kann. Oh mein Gott, ehrlich. Danach kommt noch ein Kampf, ey. Oh, verreckt. So. Haben wir den schon mal erledigt. Chakra. Oh mein Gott, hör auf mich abzubrechen. Oh Gott. So, irgendwie haben wir halt überlebt. Bis jetzt. Kannst alles noch ändern. Das fängt aber wieder von neu an mit seinen Countdown. Sehr gut. Ah, schockanfällig. Oh. Komm her. Ah, so knapp. Oder was? Cloud. Ah. Ohne dich wird das nichts.
Okay, ich habe mich mal so. Ich sag, boah, Junge, lass mich doch mal hier erstmal chillen für eine Sekunde. Jetzt Katastrophe. Einmal Foreign Malaysia. So. Einmal uns nochmal hoch. Wenn wir in den nächsten Kampf hier reingehen, immer das sein wird. Oh, oh mein Gott. So, was kann jetzt denn noch schlimmer sein als das? Hi, oh Gott, was ist das? Wahrscheinlich der ultimative Boss oder so, ne? Erbieter Prototyp. Auf der Augen ist ein Einschlag kaputt, ne? Macht dann schon mal keinen Schaden. So, da will ich mir aber kurz mal angucken. Und dieses riesige Roboter wurde eingestellt, als sie gefährlich acht wurde. Shadleffen, die Forschung als Freund. Wirksam Blitz. Sehr gut. Dann machen wir den hier. Der hat doch bestimmt auch irgendwie so einen One-Shot. Aber wer, der hat auch so eine Elektroattacke, die mich One-Shot. Machbar, glaube ich. Riesenklatsche. Jetzt beeindruckt er mich nicht so. Irgendwie trifft er uns nicht. Der haut jetzt gleich noch rein, pass auf, ne? Ja, wenn der uns trifft, dann haut er wahrscheinlich voll rein, ne? So, ich mache aber erstmal hier. Sei schockern vielleicht danach. Oh, der Sache noch nicht, ey. Das ist noch zu einfach bisher. So, ein Ausweichschritt gemacht. Okay, der macht schon Schaden, aber ja, okay, Barriere ist klar. Er hat die ganze Zeit Barriere. Braucht er letztens ja gegen Barmut. Ich weiß nicht, was dieser Quetschgriff ist, aber ich will davon fern bleiben. Der gibt jetzt schon Gas, habe ich so das Gefühl. Schön, dass du so weit entfernt bist, Cloud. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Nicht übertreiben. Komm schon. Ja, wo ist der Magiekreis? Magiekreis, Magiekreis, Magiekreis. Wo ist er? Da. Obwohl. Was ist das? Cloud, du machst mal Regen auf uns alle. Aber was ist er? Nee. So, Blitz. Rechter Arm. Arm? Das ist doch ein Bein. Ja, das ist ein Bein. Ja, nicht aus den Dings immer da raus. Oh Gott, der geht jetzt voll den rein. Ja, okay, wenn er damit trifft, macht schon Schaden, aber jetzt nicht so. So, komm her. Es ist ja noch viel einfacher, also ich will ja nichts sagen, aber jetzt verdammt einfach, ja. Aber bleib wachsam. Fristat. Ja genau, Fristat. Das ist auch geil. Ich habe mir den finalen Kampf bei einigen Leuten angeguckt und es können verschiedene Charaktere im finalen Kampf
beteiligt sein, also müssen nicht unbedingt Dingens sein hier, so wie bei mir, Tifa und Barrett, also kann auch Aeris dabei sein und so. Ich glaube, je nachdem, was man für Entscheidungen getroffen hat im Spiel. Ich fand das sogar, in einer Szene taucht Aeris so mittendrin auf. Cloud so, hey, pass auf. Und oh nein. Ich kann den festhalten. Oh nein, ich habe so Flashbacks von so einem anderen Boss. Der heilt sich hoch von der. Da gibt's doch nicht. Wusste da passiert noch irgendwas krasses. Warte, wenn ich ein Bein aber kaputt mache, ne, dann ist er bestimmt los. Oder ich mache dich kaputt. Und gewonnen. Okay. Da war ja voll chillig. Das war einfach. Jetzt weiß ich nicht, was die letzte Feintechnik ist, ey. Vom Morbul, ja super. Hey, da muss ich ja noch mal gegen das Viech kämpfen. Er ist auch voll kacke. Das ist dann die letzte Trophäe, die mir fehlt. Ich wollte eigentlich die Platin-Trophäe so mitten aufnehmen, ey. Über Kingdom Hearts 3, aber komme ich wohl nicht dazu. Ja, was ich sagen wollte, wenn Aeris irgendwie im Kampf auftaucht, glaub so, pass auf. Wir konnten die Kräfte, die hier geschlummert haben, vollständig freisetzen. Damit hat meine Forschungsarbeit ihren Abschluss gefunden. Nun kann ich dir endlich die ganze Wahrheit erzählen. Ich bin Sephiroth. Ich bin ein Cyborg, der erschaffen wurde, um Professor Hojos Forschung zu unterstützen. Man hat mich zwar mit fortschrittlichen Fähigkeiten versehen, gleichzeitig aber auch so programmiert, dass ich nicht gegen Hojos Willen agieren kann. Doch in dem Augenblick, als ich dich traf, hatte ich eine Idee, wie ich mich aus dieser Lage befreien kann. Dass ich eigenständig an jemandem mit solchem Potenzial wie dir forsche, verstößt nicht gegen Hojos Willen. Also habe ich mich entschlossen, dich für meine Zwecke einzuspannen. Mit jedem deiner Siege in den simulierten Kämpfen habe ich einen Patch erstellt und bei mir eingespielt. Und mich so verbessert. Mein Ziel war es, mich am Ende aller Forschungen von Professor Hojo befreien zu können. Verstehe. Ich bin dir unendlich dankbar für alles. Dank dir, so fühle ich, werde ich endlich ich selbst sein können. Und? Was hast du nun vor? Das weiß ich nicht. Ich kenne weder mich noch die Zukunft. Okay. Etwas nicht zu wissen, kann großartig sein. Okay. Ja, dann sind wir ja fertig, ne? So, was ich sagen wollte, wenn Aeris irgendwie auftaucht und Cloud so, hey, pass auf. Ich übernehme das. Nicht so, nein, ich helfe dir. Man muss auch aufpassen. Auf Englisch natürlich, ne? Und die dann so, what about him? Screw him. Oder irgendwie so hat. Screw this guy. Weiß nicht, ich glaube, das war voll falsch, egal. What about him? Screw this guy. Oder irgendwie sowas sagt die. Scheiß auf den Typen, machen wir den fertig. Wenn wir sowas richtig geiles. Und der Thumbnail davon ist irgendwie, weiß ich nicht, so jemand. Wie die Szene, wo Aeris jemanden mit so einem Stuhl irgendwie weggehauen hat, hier von Don Corneos Leuten, weil da Sephiroth steht, stand anstatt irgendwie so ein random Typ. Die in kurzer Frist irgendwie eine überzuziehen. Ja, finde ich ein bisschen doof, dass die Feindes. Habe ich das überhaupt ausgerüstet gehabt? Ja, hatte ich. Warum habe ich das nicht bekommen? Ah, dann muss ich die Platin-Trophäe jetzt noch mal extra holen. Aber das bekommt ihr nicht mehr mit. Das war es ehrlich gesagt mit diesem Projekt, ne? Und ja, wieder ein Projekt komplett abgeschlossen. Und ja, weiß ich nicht. Ich meine, ist jetzt natürlich offensichtlich, dass wir, wenn der zweite Part rauskommt, auch diesen spielen werden auf diesem Kanal. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein, weil mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich schätze mal, der nächste Part wird hoffentlich mich auch nicht enttäuschen. Storytechnisch sowieso nicht, weil jetzt haben wir ja, ich will jetzt schon sagen, das langweilige Zeug. Midgar ist eigentlich interessant, aber das ganze große Zeug, das kommt ja alles noch. Und ja.
würde ich sagen, wir warten jetzt so die 2-3 Jahre wahrscheinlich, in denen das Spiel rauskommen wird, und dann sehen wir uns wieder in Final Fantasy 7 mit Cloud und seinen Buddies und seinen Lady Buddies. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat das Projekt gefallen. Wenn nein, lasst da bitte ein Like, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder von im nächsten Projekt. Danke und tschüss.